So, da müssen wir dich hier erstmal fesseln. Ja. Ist die wo? Der ist da unten. Ja. Hamburger Jung, bin mein ganzes Leben lang hier in Hamburg aufgewachsen und liebe meine Stadt und zeige die natürlich auch gerne anderen netten Menschen. Und dir, das sind Zugezogene. Das sind Zugezogene? Seit 5 Jahren. Auch hier in Hamburg? Ja, Finkenwerder. Oha, da muss ich aufpassen, da kann ich ja keinen Scheiß erzählen. Nee, ist es! Ja, ja. Nee, ist es so. Japaner lieber, da kann ich ja was erzählen. Ja. Deshalb haben wir den ja mitgenommen. Ah, sehr gut. Ja, Finkenwerder, wo mein Schwiegervater? Ja, dein alter Aue. Mhm. Ja, der wohnt am Klot. Klot, irgendwas heißt das? Nee, das heißt das Klot. Ja. Ja, sehr schön. So, und der Rest kommt aus? Wolfsburg. Wir sind alle Wolfsburger. Bis auf unseren Ex-Wolfsburger. Ja. Wolfsburger. Ja, genau. Deswegen war das ja so interessant, mit den als VW-Leute mit dem Bulli zu fahren. Ja, na klar. Nein, nicht alle. Es gibt da Leute von der Verwaltung, die tun nicht so viel, aber. Sei froh, dass keiner hier ist. Ja. Das war der. Ah, verstehe. Nein, man freut sich schon mal so ein bisschen rum. Nein, ich bin da rot. Gut, dann erzähl ich euch auch nichts über das Auto. Mensch, dann kann ich ja nichts erzählen. Das ist aber oben in den Block raus. Das Ding, den T2, habe ich gefahren, weil ich damals schon Papa war, wo wir Werkzeugmacher unsere Klassefahrt gemacht haben, eine Ausbildung. Ja. Ich brauche 2 T2-Bulli. Und der Lehrer, natürlich schlau wie er war, der hat schon verantwortet, er hat ein Kind. Das ist mein zweiter Fahrer. Ah. Haben natürlich die anderen Jungs gemault, die wollten auch fahren. Ne? Ja. Nee, er hat sich nicht von abbringen lassen. Sehr gut. Das war damals dieses schöne, hässliche Taubenblau und ein Quietsche Orange. Oh, ja, aber nice. Das war ja. Die Verwalter kennen das nicht. So, ihr seid hier im Stadtteil Altona. Das ist ein Stadtteil von vielen in Hamburg. Das ist ein Stadtteil, der sehr im Wandel ist oder im Wandel war. War früher so ein Stadtteil, der war nicht so besonders beliebt. Aber inzwischen, in dem Wohnraum immer seltener wird, ist halt immer beliebter. Mieten sind hier auch schon inzwischen sehr, sehr hoch. Viele junge Leute möchten hier gerne wohnen. Genau, und Altona war bis Anfang 1930 eigene Stadt. Das heißt, sie gehörte gar nicht zu Hamburg. Erst die Nazis und ihre Regierung haben gesagt, nö, das einverleihen wir mal mit Hamburg zusammen. Und Altona war ganz lange die zweitgrößte Stadt von einem ganz anderen Land. Von welchem Land war das? Nicht Bundesland, sondern Land. Niedersachsen. Nee, hat er nicht Bundesland gesagt. Ach so. Dänemark? Dänemark, genau. Dänemark, stimmt. Altona war die zweitgrößte Stadt von Dänemark. Wahnsinn. Ja, also. Hier rechts haben wir inzwischen das Altonaer Rathaus. Und das ist ein Überbleibsel vom Gebäude. Das war früher der Altonaer Bahnhof. Eigenständiger Bahnhof, eigenständige Stadt, also eigenständiger Bahnhof. Ziemlich groß. Und es wurde halt auch eine Bahnlinie von Kiel hier nach Altona direkt, die Kieler Altona Bahngesellschaft. Und dadurch hat natürlich Dänemark, sagen wir, auch irgendwie einen sehr guten Anschluss hier in den Hafen an der Elbe bekommen. Okay. Inzwischen ist es halt auch das Standesamt hier drin. Man sieht das nicht, wenn ich gleich hier um die Ecke fahre. Dann sind da so ein paar Flaggenmasten. Da ist das Standesamt und auch der Standesamtraum. Das heißt, wenn die Leute dann geheiratet haben, dann können sie auf den Balkon rausgehen und gucken dann auf den sogenannten Altonaer Balkon. Das ist diese Grünfläche hier vorne. Und dahinter ist dann nämlich direkt auch die Elbe. Also hier runter, wenn wir hier runter gucken, dann gucken wir ja auf die Elbe. Hier kann man das jetzt rechts sehen, ja, den Balkon, ne, mit den Fahnenmasten da. Genau. Wenn man hier gerade ausfährt, das ist die Elbchaussee, fährt man die ganze Zeit mehr oder weniger so oben an der Elbe lang, bis nach Blankenese raus. Das ist so ein wunderschöner Ort auch, ein bisschen Vorort von Hamburg. Wie so eine Bucht geht runter zur Elbe. Mit ganz vielen tollen kleinen Häusern. Und das hier ist Hamburg zweitsteilster Berg. Hier laufen wir mit der Ski. Das Problem ist, es gibt keinen Lift, muss alles wieder selber hochschleppen. Das ist auch ein bisschen langweilig. Und hier erreichen wir auch Hochgeschwindigkeiten mit unserem VW. Einmal wieder. Ja. 50 PS oder was hat er? Ja, wir haben ihn ein bisschen aufgemotzt. Da hatte man natürlich mal die klassischen 56 PS. Inzwischen haben wir ihn auf 80 PS gebracht. Damit wir die Berge wieder hochkommen. Da geht er ab wie eine Pfeil. Da muss doch mal wieder einen schönen Kühler irgendwo noch haben, oder? Du,
technisch bin ich da ganz ehrlich gesagt gar nicht so drin. Das geben wir auch meistens aus der Hand. Also wir sind die Fahrer und die Hamburg-Kenner, die Schrauber. Das lassen wir dann professionell machen. Andere Fraktion. Ja, auch, wie gesagt, bei der PS, da war auch noch ein Spieler. Ja. So, und hier links, wenn ihr mal guckt, da ist ja diese Wand, diese Mauer. Die hat erstens mal zwei Bewandtnisse. Erstens mal ist es eine Flutmauer, das heißt, das hier ist schon ein Bereich, wo Hochwasser ist. Wir haben ja mehrfach in Hamburg Hochwasser oder auch Sturmfluten. Ja. Sturmflut ist, wenn wir eine besonders hohe Tide haben und dann dazu noch kommt, dass der Wind die Elbe in, das Wasser in die Elbe drückt und dann kriegen wir eine Sturmflut. Und dann ist dieser Bereich hier unter Wasser. Und wenn man dann trotzdem trockenen Fußes noch wieder hier rauskommt, haben wir praktisch diese Mauer gebaut. Und damit diese Mauer noch eine Funktion hat, hat man diese ganzen Worte darauf geschrieben. Wenn ihr mal links guckt, da stehen so Worte in Rot und Weiß. Das erste Wort ist Labe und daneben steht Elbe, weil die Elbe entspringt wo? In Tschechien, ne? In Tschechien, genau. Und Labe heißt Elbe auf Tschechisch. Und diese ganzen Namen, die jetzt hier steht, das sind alle Städte, die entlang der Elbe sind. Und man sieht, sind das ziemlich viele Städte, das geht auch ziemlich weit. Wer weiß, wie lang die Elbe ist von Quelle bis Mündung? 1600? Ja, nicht schlecht, ein bisschen drüber. Dann sag ich 1800? Ne, er war schon drüber, also. Achso. 1100 sind es. Und hier sieht man, ne, hier Bleckede, das ist jetzt hier schon kurz vor Hamburg. Genau. Jetzt sind wir hier in Tesperhude, hier ist Finkenwerder. Ne? Dann hier vorne endet das dann mit Cuxhaven. So, wir kürzen hier mal ein bisschen ab. Ja, und das wundern die Leute immer, dass wir hier halt regelmäßig dann doch diese Hochwasser haben. Und wenn man dann hier sein Auto parkt und das nicht kennt, weil man auch noch auswärts ist. Ja, das ist auch, die haben Flutschutztore, das heißt, das geht richtig zu. Das hier rechts übrigens ist auch ein Flutschutztor. Na, das heißt, durch diese Alutour fährt ein Riesentor raus, ne, um das Wasser zurückzuhalten. Das funktioniert. Das funktioniert, also es ist dann nicht komplett trocken, ja, aber die großen Massen werden dann zurückgehalten. Genau. Hat das Mädchen auch den Bulli erkannt? Das ist schön. Ja, also es ist Wahnsinn, wie viel Resonanz man hier immer auf die Autos bekommt. Das glaube ich sofort, also zumindest der Autoaffin ist. Genau, deswegen müsst ihr auch immer schön zurückwinken und lächeln, ne? Weil das wird auch immer fotografiert. Wenn Christian ein Foto sieht, wo die Leute hier nicht lächeln im Auto, dann kriege ich Ärger. Ne? Immer schön zu tun, als ob ihr Spaß habt. So, hier rechts, das sind alte Kapitäns- und Lotsenhäuser. Lotsen sind ja Kapitäne, die rausfahren, die Schiffe in Empfang nehmen und dann das Kommando übernehmen von den Schiffen und dann hier im Hafen das Kommando über das Schiff haben und das Schiff dann sicher an seinen Liegeplatz bekommen. Ja, früher konnten sich die Kapitäne das leisten, hier zu wohnen. Heutzutage sind das natürlich Immobilien hier direkt an der Elbe, am Wasser, die kann man sich heute nicht mehr leisten, also wir Normalsterbliche. Und rechts haben wir auch das Weiße Haus von Hamburg. Das Fährhaus steht da, ne? Das Fährhaus, Öwe genau. Gönner. Ja, das war früher auch mal, das Fährhaus war früher auch mal ein Restaurant. Hier rechts das Weiße Haus, ist auch nichts Politisches, das ist das Haus unter Möwe oben im Dach. Das ist das erste Restaurant von Tim Melzer, einem unserer bekanntesten. Aber ist er nicht mehr, ne? Nee, der ist da einmal ausgestiegen, aber sein Partner macht das immer noch. Das ist ja eine Bullerei da, eine Schanze. Bullerei, ne? Genau. Und meist ist er ja im Fernsehen. Oder dann immer so, ja. Und wenn man hier weitergeht, gar nicht weit, dann kommt man an den Strand, dann kann man praktisch an den Strand mehr oder weniger ganz die Elbe hochlaufen bis nach Blankenese. Das machen wir morgen. Ja, ja, das ist auch wirklich eine richtig schöne Tour. Kommt ihr an der Elbe, Brücke 10 vorbei? Ja, nee, Brücke 10 ist hier eine Landungsbrücke. Naja, aber Außenstelle Brücke 10. Ah, alles klar. Da ist also genau. So ein Kiosk da, wo man auch was essen kann. Jo, und hier haben wir den Museumshafen Öwe Gönne. Hier liegen lauter ausrangierte Museumsschiffe. Ganz rechts sehen wir ein Feuerschiff. Feuerschiff hat auch nichts mit der Feuerwehr zu tun, sondern das waren Schiffe, die haben die die haben die Fahrrinne, sagen wir letztendlich, markiert. Ne? Und hier rechts, das ist ein alter Alsterdampfer oder Hafenfähre, die grün-weiße. Und oh, unser Eisbrecher, den ich euch zeigen wollte, der ist heute unterwegs. Eisbrecher. Ja, wir haben nämlich einen Eisbrecher hier liegen, also auch ein Museumsschiff. Die Stettin. Weil, genau, bis Ende der 80er Jahre musste die Elbe noch regelmäßig im Winter von richtigem festem Eis befreit werden. Ja, das ist natürlich, hätte sich jetzt ein bisschen geändert. Ja, es ist ein bisschen vorbei. Aber wir haben immer noch Schiffe, die das machen könnten. Teilweise mussten die so zu zweit und zu dritt nebeneinander fahren, weil das war natürlich Haupthandelsstrecke. Die großen Schiffe müssen da durch, mussten die nebeneinander fahren und das Eis dementsprechend dann wegdrücken, ne? Und die Fahrrinne frei halten.
Ich weiß das noch, als ich so Anfang 20 war, da diese riesen Eisschollen, die dann durch den Fluss der Elbe türmen sie sich so an der Seite, an den Ufern auf, ne, haben sie meterhohe Gebirge dann letztendlich produziert. Das war schon spannend. Das haben wir mal im Fernsehen gesehen. Ja. So, ne? Ja. Das war schon irre, wie das aussah. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite, da drüben auf der anderen Seite der Elbe, das sind unsere Containerterminals. Der ganze Ablauf im Hafen hat sich ja extrem geändert durch die Einführung des Containers. Früher lagen die Schiffe ja teilweise eine Woche oder länger, musste ja jede Kiste, jeder Sack, jeder Beutel musste ja einzeln transportiert werden. Heute durch die Container werden die großen Schiffe teilweise innerhalb von 24 Stunden be- und entladen. Ne? Hier unten ist auch ein Parkplatz, da musst du bezahlen und da ist natürlich relativ häufig Hochwasser. Ja, das ist klar. Und das Ding ist aber auch, es ist ja nicht so, dass du dann nasse Füße kriegst, wenn du ein Auto willst, sondern die Feuerwehr holt dann die Autos weg. Und das kostet richtig Geld, ne? Weil die Feuerwehr sagt, wir können dir das Wasser nicht mit Öl oder Benzin oder sowas verschmutzen, deswegen holt die Feuerwehr die Autos raus, lässt die abschleppen oder schleppt sie selber ab. Und das kostet dann richtig ein bisschen Taschengeld. Ich glaube 200 oder so, ne? Oder noch mehr. Ne? Das kostet mehr. Das kostet mehr, ne? Das ist auch teuer. Ich stehe dann auch nochmal hin, Micha, dann weißt du es. So, hier rechts, das ist ein ehemaliges Kühlhaus. Hier wurden früher Eisblöcke, sag mal, produziert und dann hier eingelagert. Für Schiffe, die dann praktisch Kühlung brauchten auf ihrem Weg, haben die praktisch hier Eisblöcke geladen. Heute ist das eines der exklusivsten Seniorenresidenzen, die wir in Hamburg haben, das Augustinum. Also, wer das nötige Kleingeld hat. Aha, Jungkönig dran. Das kann sein. Nee, meine ja. Der Walter Giller war hier drin. Mit oder Walter Giller. Die waren hier drin? Okay. Auf jeden Fall haben die oben auch eine Gastronomie drin. Und da kann man auch als sagen wir, normaler Gast letztlich hingehen. Von da hat man natürlich auch einen tollen Ausblick. So, dann gehen wir dem Pferd hier mal ein bisschen die Spuren. Dann geht hier ein bisschen frische Luft. Euch ist nicht zu kalt, ne? Mit ja, ganz ruhig, ein bisschen runter machen. Sag es. Ja, wunderbar. Rechts hier, da standen früher auch altes Lagerhäuser, die es heute alle irgendwann nicht mehr gebraucht hat. Ne? Durch die Einführung des Containers braucht man natürlich auch viel weniger Lagerraum, weil der Umschlag viel, viel schneller ist. Das ist jetzt hier alles, ich würde mal sagen, so 20 Jahre alt, die Gebäude, hauptsächlich Gewerbe. Hier hatte mal der Rach auch ein Restaurant. Das hat aber hier auch nicht funktioniert, hier war es, glaube ich. Und hier vorne haben wir jetzt aber auch Wohnraum. Also hier, das ist das Gebäude da, das sind Wohnungen. Auch sehr preiswert, schätze ich. Alles super preisgünstig. Alles, wo du in Hamburg aus Wasser gucken kannst, das sind immer die billigsten. Alles Schnapper. Ja, ja, ja. Alles sozialer Wohnungsbau. Ja, ja, 4.500 kalt, ist klar. Ja, genau. Das glaube ich. Das glaube ich. Man kann hier auch übrigens auch, aber alles super schön die Elbe runterlaufen. Also die ganze Zeit hier am Ufer längs laufen. An der anderen Seite des Gebäudes ist auch richtig schön. So, dann biegen wir jetzt aber in die große Elbstraße. Die große Elbstraße war mal, das ist jetzt hier, aber bevor ich was darüber erzähle, hier nochmal einen Blick auf die Kühlbrandbrücke. Der Kühlbrand ist so ein eigener, ja, wie so ein kleiner eigener Fleet, wo die großen Containerschiffe reinfahren müssen, die großen Frachtschiffe reinfahren müssen. Deswegen wurde vor 55 Jahren diese riesige Brücke gebaut, die den Kühlbrand überspannt. Heute ist die schon marode, das heißt, es ist gerade eine riesen Diskussion, die muss neu gebaut werden, dann gab es Ideen, Tunnel zu bauen oder was auch immer. Habe ich auch gelesen, ja. Na? Aber ich finde es irgendwie erschreckend, dass so eine Brücke heute nach 50 oder nach 53 Jahren, wie alt das genau ist, jetzt schon marode ist. Die Römer haben besser gebaut. Die haben aber nicht 40 Tonnen aushalten müssen. Ne? Ja, das stimmt. Also es ist erstens mal wesentlich mehr Verkehr, als jemals prognostiziert wurde. Ne? Auch hier der neue Elbtunnel, da haben auch viel, viel mehr Autos fahren dadurch, als das jemals in den kühnsten Träumen erdacht wurde. Ne? Ist aber auch so ein Wahrzeichen von Hamburg. Ne? Ist auch oft so, sieht man das so in der Silhouette, ist die so mit drin. Ja. Wenn die abgerissen wird, da sind wir alle ganz schön traurig drüber hier. Ne? Ja, und hier große Elbstraße. Hier war früher das ganz düstere Gegend, Rotlichtgegend. Hier war nämlich der Straßenstrich. Also hier standen die Mädels, die ganze Straße runter standen. Die Mädels haben auf den Bus gewartet. Bis dann hier Architekten angefangen haben, diese modernen Bürogebäude hinzubauen. Hier links damit haben sie angefangen. Da ist auch das Dockland dazu gekommen, hier auf der rechten Seite. Sieht ja aus wie so eine Motorjacht. Ja, genau. Genau. Und dadurch hat sich das Ganze hier gewandelt. Wir sind hier aber auch gleich, kommen gleich beim Fischereihafen-Restaurant vorbei.
von Familie Kowalke. Das war damals schon da, als hier der Straßenstrich war. Und da hatten die richtig so ein Portier vorne, so einen großen Typ mit breiten Schultern, langer Mantel, Mütze auf. Und der hat dann dafür gesorgt, dass da um den Eingang herum war immer alles gut. Also da war kein Stress auch. Nee, da war kein Stress. Aber es war schon, ne, aber hier standen die Mädels und hier stiegen die feinen Herrschaften aus den dicken Autos. Das ist schon lustig. Vier auf der Ecke. Ja, ja. Macht jetzt seinen Sohn, ja. Der Kowalke ist vor 2 Jahren gestorben. Aber der macht es eigentlich genauso weiter. Wenn er schlau ist. Ja, genau. Never change a winning system. Ne? Genau. So, dann das machen wir cool aus. Haben wir die Truppe wieder hier. Genau. Hier machen wir auch einen kurzen Stop. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr nämlich da einmal raufgehen, das ist nämlich begehbar. Da kann man die Stufen rauflaufen, das sind 153 Stufen. Ui. Und da haben wir einen super Ausblick. Ja? Wo ist Reni? Und wenn ihr wieder runter, wenn ihr wieder runterkommt, dann haben wir auch ein kaltes Getränk für euch. Okay. Bereich hier irgendwie. Alter, vor Nachhinein jetzt, das war ein Zufall. Müsste eigentlich vielleicht besichtigen, oder? Nee, besser geht gar nicht. Das ist mal Außenwohnung, Parterre, hast du nur 3 Stufen, man wird ja nicht jünger. Ja. So, hier rechts ist übrigens unser Kreuzfahrtterminal, das Hamburg Cruise Center. Das ist Land 4 und das 5. wird gerade gebaut. Wir kriegen nämlich in der Hafen City von da dran vorbei. Das Westfield Center, das wird ein weiteres riesen Einkaufszentrum, was wir ohnehin brauchen. Ist das so? Ja, und Hotels und aber eben auch Kreuzfahrtterminal. Ja, und wenn man gerade ausguckt, da sieht man schon mal die Elfie so ein bisschen hervorlugen. Und hier sind wir ja im Bereich, das hier ist ja auch so Bereich Fischumschlagsplatz. Das war übrigens das höchste Handelsgut von Altona, war der Fischumschlag. Die Fischkutter kamen die Nordsee hochgefahren, haben hier angelegt und hier wurde dann der Fisch ausgeladen und umgeschlagen in diesen niedrigen Gebäuden. Es war immer noch so, hinterher glaube ich hin von der anderen Seite, da gibt es eben immer noch Zugang zu diesen Fischhändlern. Die meisten leben aber auch mehr davon, dass sie heute Fischbrötchen auf die Hand verkaufen. Jetzt haben wir einen schönen Blick mal auf die Docks auch. Ne, da liegen 2 Kreuzfahrt. Nee, das ist ja Kreuzfahrt. Kreuzfahrt ist die AIDA. Ist da.
Und davor rechts liegen diese beiden, dieses Schiff mit dem weißen Dach und dem, was da links liegt. Das ist ein Oligarchenschiff, das ist irgendwie beschlagnahmt worden. So, hier links für die gastronomische Seite, Hensler und Hensler, genau, Steffen Hensler mit seinem Vater, deswegen Hensler und Hensler betreiben das hier zusammen. Und gleich nebenan, Homer Petersen ist auch so eine bekannte Institution. Und wer richtig teuer und gut Steak essen möchte, ist hier im Mash gut aufgehoben. Das ist ein dänischer Milliardär, der meint, er muss jetzt hier in Hamburg noch Gastronomie betreiben. Naja, machen, ne? Du brauchst schon mal essen da, oder? Ja, war ich schon. Das ist schon richtig gut. Echt? So, hier mal ein schöner Blick rüber zu den Container-Terminals und zu den Docks. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Haifischbar. Das ist auch so eine richtige Kultkneipe. Immer drin, noch? Ja, yeah, innen drin, unverändert, sagen wir mal. Das war doch, auch, gab's doch eine Sendung, ne? Haifischbar, ne? Ja, ist also in vielen Filmen und so weiter. Ja, ja. Vorher stattgefunden. Und hier links ist auch der Schellfischposten, da wo die beiden Flaggen hängen. Ja, genau. Wer Inas Nacht guckt, auf dem NDR. Und wir zum Beispiel mal da stand. Ja. Meine Freunde, ich gucke das eigentlich ganz gerne. Ja. Und hier Holzhafen, auch alles alte Gebäude, die total aufwendig instand gesetzt wurden. Wir sind immer noch in Altona. Und hier rechts kommt jetzt nämlich die Altona Fischauktionshalle. Hier wurde dann praktisch die Auktion abgehalten und der Fisch dann damals gehandelt. Ist das nicht auch der Fischmarkt hier? Genau, dahinter ist der Fischmarkt und hier in der Fischauktionshalle findet auch der Fischmarkt statt. Mit Live-Musik und Gastronomie ist da drin. Und hier hat man das auch so gemacht wegen des Hochwassers. Die ganze Technik ist alles nach oben gebaut. Das heißt, wenn hier Hochwasser kommt, das Wasser läuft einfach unten durch das Gebäude durch. Wenn es raus ist, werden die Türen aufgemacht, das Wasser wird rausgeschoben, einmal durchgefeudelt und dann nächste geht's, Party. Geht's weiter. Also wir finden auch solche Sachen wie das Hamburger Oktoberfest statt. Also eine riesen Eventhalle inzwischen. Hier ist doch das Fischmarktgelände. Und das ist der Fischmarktgelände, genau. Wo auch jährlich die Autos im Hochwasser stehen. Ja. Inzwischen übrigens auch hier Campingplatz, das heißt, ich weiß, wundert mich, dass hier heute keine stehen, eventuell, weil hier was los ist, aber hier stehen ganz viele Wohnmobile auch. Ist natürlich auch ein super Spot. Was, zum Übernachten auch oder nur? Ja, zum Übernachten, genau. Fährst du vorne rein beim Strand Pauli und zahlst und dann kannst du die Nacht da stehen bleiben. Und wenn man jetzt hier so hoch gucken würde, hier ist jetzt genau die Grenze zwischen Altena und St. Pauli, da oben beginnt dann so die sündige Meile. Geradeaus das Gebäude, was man sieht, das hohe, dunkle Gebäude mit dem großen Glasfront vorne. Das Empire Riverside Hotel. Es hat oben eine Bar drin, das Trilly Up. Das ist eine Bar mit riesengroßen Panoramafenstern, wo man ganz tollen Überblick hat über den Hamburger Hafen. Hier auf der linken Seite sieht man gleich noch so ein umgekehrtes Dreieck in grün und gelb. Das ist die Hamburger Hafenstraße, wer das noch erinnert, die war ja mal besetzt von der autonomen Szene. Ja. Und es war halt ein Riesendrama. Irgendwann wurde sich entschlossen, das zu räumen. Das war ja ziemlich spektakulär. Hier unten ist das Überquell, eine von unseren kleinen Mikrobrauereien, die wir haben, braucht ihr eigenes Bier, ist der ehemalige Partner von Tim Melzer, ein anderer Partner. Und die machen dort Pizza und Bier. Rechts ist der Strand Pauli, so ein Beachclub. Ne? Füße im Sand, Bier in der Hand und auf dem Hafen glotzen. Also easy. Easy. Genau. So, rechte Seite kommen jetzt die Hamburger Landungsbrücken. Das ist das, wo früher, heute lernen da immer noch die Hafenfähren und auch die Fähren, die rüberfahren zu den Musicals. Die Musicals König der Löwen, Eiskönigin, die sind alle auf der anderen Elbseite. Da muss man also mit der Fähre einmal rüberfahren. Ja, früher war da Buddy Holly auch. Früher war der Buddy Holly, genau. Ja, und hier, das ist der alte Elbtunnel übrigens. Ja. Ja, ist der jetzt wieder freigegeben zum Laufen? Zum Laufen, ja. Genau. Und wenn man mit dem Fahrstuhl runter, auf gleicher Ebene, früher würde man auch mit Autos durchfahren, dann fährt man einmal unter der Ebene unter durch. Hier ist auch das Hard Rock Café von Hamburg und hier, wo der Turm ist, da hat Eugen Block, das ist ja einer der größten Gastronomen von Hamburg, der macht diese Steakhauskette Blockhaus,
der da seinen Traum erfüllt und das Blockbräu gemacht. Auch eine kleine eigene Brauerei, wo er eines Bier braut. Und da war man besser. Ah ja. Seht ihr? Schmeckt. Hat unser Chef hier alles organisiert. Ja, super. Sehr schön. Wie links ist das Hotelhafen Hamburg. Hat übrigens rechts in den Turm auch eine sehr schöne Bar, aber eine sehr, sehr kleine. Genau, und das gehört oder gehörte Willy Bartels. Willy Bartels war der König von St. Pauli. Aber nicht, weil er so eine Kiezgröße war, sondern weil ihm einfach tierisch viele Immobilien gehört haben. Ah ja. Hier rechts liegen zwei Museumsschiffe, einmal die Rigmar Rigmas, ein Dreimaster und dahinter die Cap San Diego. Cap San Diego ist ein alter Stückgutfrachter. Sieht man noch ganz viele Kräne, ne? Da muss da wirklich noch jeder Ballen, jeder Sack, jede Kiste einzeln mit dem Kran verladen werden. Heute auch ein Eventschiff, kann man besichtigen. Heiraten. Genau. Kann sich der Motor klappen. So, jetzt biegen wir ab ins Portugiesenviertel. Spannend ist hier, dass es hier noch zwei Seemannsmissionen gibt. Gleich hier vorne ist die schwedische und ganz hinten links ist dann noch die finnische. Seemannsmissionen waren ja früher, als die Schiffe halt noch so eine Woche hier im Hafen gelegen haben, waren die natürlich super wichtig, weil die Leute da sich aufhalten konnten und auch teilweise übernachten konnten. Heute natürlich haben sie so ein bisschen ihre Funktion verloren, weil die Schiffe nur so kurz da sind. Aber es werden Gottesdienste abgehalten in Landessprache, das heißt, da kann man also hingehen zum Gottesdienst. Und meistens haben sie auch Kioske, wo sie so Kleinigkeiten, Essen oder also besondere Speisen aus der Heimat dann letztendlich dort verkaufen. Eine enorme Restaurantdichte hier, also wenn man hier abends lang geht, hier kommt man fast nicht durch, zu Fuß nicht durch, weil hier die Leute überall auf den Straßen sitzen. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre hier, so ein bisschen südländisch, würde ich mal sagen. Seite sieht man gleich einmal die finnische Mission und wenn man dann hochguckt, sieht man, hat man einen schönen Blick auf den Michel. Hauptkirche St. Michaelis ist ja somit die wichtigste Kirche in Hamburg. Genau. Hier sieht man auch ganz schön, das hat nämlich das Dach ist aus Kupfer und man sieht aber schon, dass oben die Spitze ist ja schon wieder grün geworden. Die ganzen grünen Dächer in Hamburg, das sind alles Kupferdächer, die einfach durch die Luft oxidieren und dann grün werden. Auch ein sehr schönes Gebiet da außenrum. Da gibt es die Kramer Amtsstuben. Das ist eine ganz alte Gasse, die ist noch aus dem 15. Jahrhundert, wie die da die Gebäude gestanden haben. Ganz eng, ganz dicht beieinander. Das ist echt spannend zu sehen. Das letzte Überbleibsel noch, wo man das sehen kann, wie die Häuser aussahen. Ganz früher noch. Auf der linken Seite ist das Verlagsgelände von Gruner und Jahr. War ja ein Riesenverlag. Haben wir hier ausgezogen, schon vor 2 Jahren. Und jetzt ist das Gebäude brach. Jetzt will der Hamburger Stadt aber das hier unten aufbrechen, da soll überall Gastronomie rein und dann soll da auch so ein Einkaufszentrum drin stehen. Noch eins. Ob wir noch ein Einkaufszentrum brauchen, das haben wir dann gesagt. Auf jeden Fall wird das Gebäude weiter verwendet. Hier sieht man hier hinten nicht auch ein Feuerschiff. Ne? Da sieht man ja. Da oben sieht man die Turm. Links ist die U-Bahn, die eigentlich unter der Erde fährt, fährt hier immer oben, oberhalb der Erde. Das kleine Gebäude hier links mit den roten Dachziegeln oben drauf ist ein Zugang zur Hamburger Unterwelt. Aber wieder nicht zu St. Pauli, sondern zur Kanalisation. Genau, da unten ist riesiger der Hauptkanal, Kanalisation. Und von da kann man dort praktisch runtergehen. Als daran gearbeitet wurde, weil diese Statue übersetzt werden sollte, ist man auf einen geheimen Raum gestoßen. Keiner wusste so richtig, was es mit dem Raum auf sich hatte. Dieser Zugang wurde eigentlich gebaut, um Kaiser Wilhelm den Zugang hier zu ermöglichen, dass er sich die Kanalisation angucken konnte, weil er das Ganze beauftragt. Und da wurde halt ein extra Raum für ihn gebaut, wo er sich hätte umziehen können und auch dahin gehen könnte, wo auch der Kaiser zu Fuß alleine hingeht. Ich glaube, der hat das nie genutzt, ne? Nee, ist aber nie gekommen, genau. So, und hier biegen wir jetzt ab auf die Kehrwiederinsel. Die besteht auf der einen Seite, auf der linken Seite, aus der Speicherstadt.
und auf der rechten Seite aus der Hafen City. 2004 wurde angefangen, die Hafen City zu bauen, und das ist ja schon was sehr Ungewöhnliches, dass eine Großstadt einen neuen Stadtteil in der Stadt bekommt. Ja, normalerweise wächst die Stadt ja immer nach außen. Ja, und hier haben wir dann, wurde alles abgerissen, auch alles Lagerhäuser hauptsächlich, und wurde dann die komplette Hafen City neu gebaut. Über 5000 Wohnungen und die Elbphilharmonie, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass die dann irgendwann mal 10-mal so viel gekostet hat, wie geplant war. So ist Musik, glaube ich, auch immer nur, wenn der, wenn die, die Stadt der Auftraggeber ist. Warte mal, mit Stuttgart 21. Ja. Was da noch auf uns rollt. Ich frage mich immer, was die Leute machen würden, wenn ich sage, ja, bezahl mal. Kostet jetzt hier nicht das, sondern es kostet 10-mal so viel, wenn ihr hier mit dem Bus gefahren seid. Und ihr das auch einfach so bezahlen würdet. Weißt du, was jetzt interessant wird mit dem Elbtower, was daraus wird? Ja, genau. Da fahren wir ja auch noch dran. Können wir da noch sehen. Momentan. Ja, ja. Genau. Im Oktober steht das. Ja. Das ist der Baustopp, ne? Pleite. Das ist Baustopp, ja, genau. Ja, kannst du sagen. Das ist eine Wüste cool. Jeder will dann aufspringen und meint, er kriegt auch was. Ja, ja. Jetzt so, bevor ihr rechts auf die Elbvieh guckt, guckt bitte mal nach links. Da ist nämlich auch so ein kleiner Museumshafen entstanden. Das ist auch extra künstlich angelegt. Wie jetzt zum Beispiel auch die ganzen Kräne, die hier stehen und so weiter. Das ist alles nur Deko, oder die standen hier früher nicht, die wurden hier hingestellt. Aber den Kran, den ihr hier in der Mitte seht, auf diesem Steg, der unten rot ist, das ist Hamburgs Leitzes Hotel. Hat genau ein Zimmer, nämlich diesen Kran. Da kann man mal eine Nacht schlafen. Kostet auch nur 450 Euro die Nacht. Ohne. Aber mit Frühstück. Ach, nee. Also, das macht es ja fast wieder günstig. Da haben sie neulich einen Bericht gehabt auf NDR, im Fernsehen. Da, ja, habe ich auch gedacht, wie du sagst, 450, was ist los? Gut, natürlich sehr exponiert hier. Ja, die Elbphilharmonie ist ja auch auf dem alten Kühlspeicher gebaut worden. Das unterste ist ja praktisch noch das alte Gebäude. Und da wurde die Elbphilharmonie oben draufgesetzt. Ja, und jetzt hier haben wir den neuen Stadtteil von Hamburg, mitten in der Stadt, Hafen City. Alles ganz moderne Gebäude in relativ gleichem Stil. Mal gucken, was man in 20 Jahren dazu sagt. Na, wenn man so heute guckt auf das, was heute vor 20 Jahren gebaut wurde, sagen wir eher so, Ja, extrem teuer hier zu wohnen. Und ich finde es auch einfach, es ist sehr, sehr zugepflastert. Also sehr eng. Grünflächen, ich glaube, die Hunde hier, da müssen sich immer 100 Hunde, müssen sich immer einen Baum teilen hier. Was wir gesagt haben, ne? Finkenwerder, ne? Schön, ja, genau. Alles schön grün, ne? Ja. Also grün findest du hier echt wenig. Schön ist natürlich, dass man hier rechts und links immer durchguckt, dass man immer wieder auf Wasser, auf Kanäle guckt. Ne? Das ist natürlich schon toll. Ja, die Gastronomen, die hier sind in der Hafen City, haben es auch wirklich schwer, weil es ist nicht so gut besucht, wie sie gedacht haben. Also natürlich, bei so einem schönen Wetter wie heute, Wochenende, Sonne scheint, da sind hier Menschenmassen unterwegs. Aber du musst eben auch an einem Dienstag im November, wenn 10 Grad sind und Regen quer, musst du eben auch Gäste haben. Genau, und da kommen dann nicht so viele. Ne? Kannst überall schlecht parken. Ach, guck mal, hier ist komplett gesperrt. Wie Marathon, ne? Ja, wahrscheinlich. Wie Marathon, nicht Ironman. Ja. Das ist heute hier. Ja, genau, ja, wenn man hier gerade zuguckt, das wäre praktisch dann der Übergang zur Speicherstadt. So, hier sieht man, ne, hier, das ist natürlich alles relativ hochgelegt hier. Und diese Brücke hier ist aber zum Beispiel einmal natürlich auch dafür da, die große Straße überqueren zu können. Aber es ist eben auch hier Hochwassergebiet. Ne? Das heißt, auch hier, kommen trockenen Füßes, würde man hier wieder rauskommen. So, mal eine Filmlocation auch gerne genommen. Ja. Ja, die Speicherstadt ist der weltgrößte zusammenhängende Komplex von Lagerhäusern. Wurde damals gebaut. Aber Hamburg hat das Privileg bekommen, eine sogenannte zollfreie Zone zu bekommen, den Hamburger Freihafen. Das bedeutete, dass alle Ware, die hier aus allen Ländern der Welt hergekommen ist, nicht zolltechnisch behandelt werden musste. Ansonsten hätte jede Ware, das Schiff kommt rein, hätte alles über den Zoll gehen müssen. Das hier war alles eigentlich, das ist ja eine Insel, da war es noch zusätzlich eingezäunt. Das konnte hier alles eingelagert werden und auch verarbeitet werden, ohne dass es vom Zoll behandelt werden musste. Das war natürlich für die
für den Handel, für die Hamburger Kaufleute natürlich eine super Geschichte. Wurde jetzt erst mit Öffnung der EU-Grenzen und so weiter, wurde das also auch wohl abgeschafft. Es gibt jetzt noch sogenannte offene Zolllager, wo die praktisch das im Lager haben. Aber es wurde alles hier geöffnet. Aber so lange haben die Hamburger auch die Speicherstadt oft gar nicht so richtig erlebt, weil es eben in diesem Freihafen war. Da ist man eigentlich so als Hamburger gar nicht so bei ihnen reingefahren. Aber wenn man hier mal links guckt, wie aufwendig hier auch diese Lagerhäuser schon gebaut wurden, also die Dekoration, die Dächer, ne, das ist natürlich schon alles. Das sieht schon toll aus, ne? Wurde auch gebaut wie eine eigene Stadt, hatte ihre eigenen Stadttore, ne, und war praktisch so eine Stadt in der Stadt. Wenn man mal guckt hier, haben wir alle so kleine Helme, sagen wir letztendlich, ne, dort oben an den Dächern. Und da ist jeweils ein Kran, der da rauskommt. Wir haben immer einen Kran zur Wasserseite, zum Kanal, und einen Kran zur Straßenseite. Und darüber wurden halt die ganzen Güter verladen. Und das Verrückte ist, das wurde mit Wasserdruck gemacht und es gab eine gemeinsame Anlage. Es gab ein Kesselhaus, wo der Druck erzeugt werde. Und alle Kräne hier in der Steicherstadt wurden darüber gespeist und sind alle, jetzt ist es umgerichtet auf Elektrik, aber wurden ganz, ganz lange alle über dieses Drucksystem versorgt und darüber wurden diese Kräne betrieben. Guck an. Das war schon mal sehr, sehr fortschrittlich damals. Ja, krass, ja. Hier ist das Maritime Museum, Privatmuseum auch. Sehr, sehr schön. Maritime Geschichte. Geradeaus haben wir das Verlagshaus vom Spiegel, Spiegel Verlag. Ist ja so ein bisschen von der anderen Seite, wenn man vom Hauptbahnhof kommt. Die. Oh, wo willst du jetzt hin? Okay, bleib da. Geiles Auto! Mal vor. Ja, wenn man jetzt hier links, wenn ihr gleich mal guckt, da ist, geht eine Brücke rüber. Wenn ihr einfach mal Zeit habt, geht dorthin, da kommt man nämlich zum Wasserschloss, hat man einen super Blick. Es ist jetzt hier versteckt hinter der Brücke, da wo die Menschen stehen und alle da hingucken. Das Wasserschloss ist so ein ganz tolles, freistehendes, einzelnes Gebäude. Da könnt ihr es ganz bisschen sehen. Ist abends super schön erleuchtet und ist so, oh, und ist auch unheimlich vielen Bildern und so weiter, sieht man da dieses Wasserschloss. Jo, und dann sind wir hier wieder raus, fahren praktisch über den Kanal, runter wieder von der Insel. Und sind jetzt hier so im Innenstadtbereich. Links erstreckt sich so die Hamburger Innenstadt, Einkaufsmeile und so weiter. Und dann fahren wir da auf den Hauptbahnhof zu. Hier rechts runter gehen es dann zu den Elbbrücken und zum Gemüsegroßmarkt. Na, wir haben ein riesengroßes Gelände hier, wo Gemüsegroßmarkt ist, wo aus der ganzen Welt das Gemüse herkommt und dann praktisch hier in ganz Hamburg und Norddeutschland verteilt wird. Mein Opa hatte da einen Stand, war Gemüsehändler. Der hat immer morgens um 3 angefangen zu arbeiten und hat dann das Gemüse weiterverkauft. Obst und Gemüse. Aber hatten wir immer schön frisches Obst und Gemüse zu Hause. Deswegen bin ich auch so wohl genährt. Diese komischen Busse hier, kennt ihr die? Das ist übrigens auch was vom Volkswagen. Ja, genau. Diese Moja-Busse, das sind ja praktisch wie so Sammeltaxis, ne? Genau. Das ist auch wieder Moja. Genau. Uns wundert das immer, weil eigentlich wir da nur selten jemand drin sehen. Aber scheint ja wieder zu funktionieren. Ja, bis jetzt habe ich aber viel davon gesehen, da laufen ganzen Arsch voll Autos rum. Ja, ja, die Autos fahren viel, aber es ist fast niemand drin. Hier jetzt ist die Markthalle, ein Musikclub. Auch schon ganz alt. Und dann sehen wir hier rechts den Hauptbahnhof. Und wie gesagt, hier nach links runter würde sich jetzt die Einkaufsmeile erstrecken. Hinter diesen Touren geht die Mönckebergstraße runter. Das ist so die Haupteinkaufsstraße. Biegt dann rechts ab zum Jungfernstieg. Ein schönes Maschinchen, ne? Ganz rechts auch. Ja. Wir können dann aber besser zweite Reihe stehen oder irgendwo so stehen, dass sie nicht das alles blockieren. Wie hat ihr das gedacht? So ein Kettchen, ne?
Ja. Wahnsinn. Also gestern, die Regen, die habe ich gesagt, na, gute Nacht. Ja, wir gestern alle aufgegessen, deswegen. Ja. Der Hamburger Hauptbahnhof ist der größte, der größte Bahnhof anhand von Passagieren in Deutschland. 600.000 Passagiere jeden Tag. Würde natürlich eher denken, was ist mit Berlin? Aber Berlin hat natürlich mehrere große Bahnhöfe, deswegen verteilt es das ein bisschen. Ich habe gemerkt gestern, wie viele Leute da umgefüllt sind. Und hier so nach links, wie gesagt, dann die Einkaufsmeile. Nach rechts ist dann so St. Georg. Auf der anderen Seite ist dort aber auch ist da das Schauspielhaus, da sind also sagen wir letztendlich große Theater und das Unsorgtheater ist da zum Beispiel auch. Durch, ne? Das ist das Schauspielhaus und Blödsinn, kein Schauspielhaus, das ist das ja, Unsorgtheater. Das hier vorne ist Unsorgtheater, genau, das dahinter. Das hier ist Unsorgtheater. Das ist Unsorgtheater, genau. Und hier finden halt immer noch die, das war ja früher, war es in der Innenstadt und früher wurde es ja auch im Fernsehen übertragen, ne? Und die machen hier ihre Theaterstücke auf Land. So, dann fahren wir runter Richtung Alster. Hamburg wird ja praktisch von zwei Flüssen durchquert. Einmal von Ost nach West, die Elbe, wo die ganze Zeit war. Alpha. Bitte? Oder mein Kumpel, der fährt Alpha. Alpha, ah, ja. Genau. Ich bin Alpha Spider. Genau. Und von Nord nach Süd durch die Alster. Die Alster ist nämlich ein Fluss. Viele denken, es ist ein See, aber es ist ein Fluss, der an zwei Stellen vor sehr langer Zeit im 11. Jahrhundert aufgestaut wurde. Und es ist auch ein Getränk, genau. Wenn man darauf gekommen ist, das Alsterwasser zu nehmen, machen wir auch nicht. Da muss man Fantasie aufbringen, ne? So, und hier rechts fahren wir am Atlantic Hotel vorbei. Udo! Genau, Udo. Wurde damals gebaut, um 1900 herum, für die ganzen Reisenden, die irgendwie auswandern wollten oder große Reisen gemacht haben nach Übersee. Bevor die hier aufs Schiff gestiegen sind, sind die dann noch so ein paar Nächte hier im Atlantic Hotel abgestiegen. Ein wunderschöner Innenhof, ist immer strahlend weiß. Und von der Alsterseite ist auch wirklich ein toller Anblick, ein tolles Gebäude. Sehen wir den aber von der anderen Seite. Und ja, und hier links ist die Außenalster. Ist natürlich super toll, dass wir mitten in der Stadt so ein großes Gewässer haben, wie ein aufgestauter Fluss. Und man sieht jetzt ja schon, das ist schon relativ voll, dann sind relativ viele Segelboote da. Wenn hier richtig im Sommer das richtig warm ist, dann kommen noch die ganzen Stand-up-Paddling-Boote dazu. Gummiboote, Tretboote. Dann sagen wir mal schon, kannst du auch trockenen Fußes über die Alster laufen. Ah, von Boot zu Boot springen. Ja, ja, schon klar. Und es fahren auch die Alsterdampfer hier noch auf der Alster. Früher war das auch normaler Fährverkehr, also war Teil des öffentlichen Verkehrsmittels. Heute machen die nur noch touristische Rundfahrten. Ist aber sehr, sehr zu empfehlen. Die fahren also auch so kleine, es gibt so Kanalfahrten und so weiter. Das ist schon richtig schön. Man braucht einen Segelschein, um sich hier ein Segelboot zu leihen auf der Alster. Und es gibt eine besondere Regel. Es geht nämlich rechts vor links auf der Alster. Das ist normalerweise eine Regel, die auf dem Wasser nicht gilt. Hier auf der Alster gilt sie. Ja, warum? Weil es so klein ist oder warum das so entstanden ist, weiß ich gar nicht. Normalerweise ist bei Segelbooten, ich glaube, es ist deswegen so, weil es so viele verschiedene Boote gibt. Bei Segelbooten regelt es ja immer die Segelstellung, die Vorfahrt. Wenn jetzt aber plötzlich Segelboot auf
Tretbootstöß oder Ruderboot. Sehr viele Ruderboote sind natürlich auch hier. Ist ein starker Sport hier in Hamburg, das Rudern. Dann muss die Vorfahrt ja geregelt sein. Jo. Über den Schwanenweg sind ja auch die Hamburger Alsterschwäne. Die haben übrigens ihren eigenen Schwanenvater, das ist ein Angestellter der Stadt Hamburg, der sich um die Hamburger Schwäne kümmert und auch im Winter hier ins Winterquartier. Hier links ist so eine große Wiese, die wird tagsüber ganz oft von sehr vielen Gänsen, so wie jetzt auch, sehr vielen Gänsen belagert. Das ist ein bisschen im hinteren Teil. Aber abends ist hier auch so ein Spot für junge Leute, die sich hier hinlegen und hier chillen und grillen. Geradeaus ist die Botschaft der Ukraine, deswegen auch immer Polizeicontainer davor. Ja, hier links ein toller Blick auf die Alster. Ja, ist schön. So, wenn man hier weiter geradeaus weiterfahren würde, dann kommen wir auf die Sirichstraße. Sirichstraße ist halt was ganz Besonderes. Das ist nämlich eine zweispurige Einbahnstraße, die einmal am Tag die Richtung wechselt. Nee, zweimal am Tag. Von morgens um 4 bis mittags um 12 statt einwärts Einbahnstraße und dann wird es einmal gedreht. Wenn man sich nicht aus Hamburg, nicht in Hamburg auskennt, kann dann das ganz schön verwirren. Ja, ja, genau. Jo, das hier ist auch jetzt Fahrradstraße geworden, das heißt, eigentlich sind wir hier nur geduldet als Auto- und Motorradfahrer. Hier links ist die Alsterperle. Ich schau auch vorbei. Hier war jetzt Toilettenhäuschen, was inzwischen ein Kiosk ist, wo sich hier auch wirklich Menschenmassen am Abend sammeln und von hier aus dann den Sonnenuntergang. Das ist also, wo die Messe ist. Davor seht ihr so ein weißes, rundes Gebäude mit Glasfront. Das ist das Fontenay Hotel, unser neuestes 5-Sterne-Hotel von Michael Kühne, von Kühne und Nagel, der Spedition. Hier, das ist natürlich somit der teuerste Wohnraum in Hamburg. Aber muss man auch mögen, weil ist man hier ist man auch nie alleine. Ne? Weil das ist natürlich, sieht man hier, was hier längst läuft und längst joggt. Tja, sind aber ein paar kleine Hütten dabei hier. Oder? Ja. Aber mehretagig. Also. Das kann einer alleine nicht bewohnen. Das sind Kisten. Da oben sitzt du, mein lieber Mann. Ja. Hier auf der rechten Seite, fahrt da über eine Brücke rüber, das auf der rechten Seite ist eigentlich das praktisch so wie ein kleiner Teich, also das Rondel heißt es auch. Das ist ein besonders exklusiver Wohnort. Da wohnen so die ganz Reichen hier von Hamburg in diesem kleinen Ding. Ne? Genau. Ach da. Ja, ja, das ist Rondel, so ja, ja. Vielmann-Rondelversand. Das letzte Gebäude vor der Brücke, das ist das Gästehaus von Hamburg. Dort werden Staatsgäste untergebracht, wenn die Stadt Hamburg Gäste hat. Links ist der NAV, ganz elitärer Segel- und Ruderclub. Das Schöne ist auch, dass rund um die Alster herum ziemlich viel stehen geblieben ist. Ne? Hamburg war ja 70% im Krieg zerstört, also zerbombt. Aber um die Alster herum sind diese ganzen schönen Bauten sind doch alle relativ verschont geworden. Ist auch einem Trick geschuldet, die Binnenalster, Teil der Außenalster wurden, als die Bombardierung losging, wurden abgedeckt mit Holzplatten. Und damals gab es ja keine GPS-Navigation für die Piloten, sondern die sind nach Sicht geflogen. Und die haben natürlich, die Alster war natürlich für den Anhaltspunkt.
Und wenn die Alster abgedeckt war und da wurde noch dann Kerzen draufgestellt, sodass es aussah wie Teil der Stadt, dann haben die gesagt, oh Mist. Jetzt als sie drüber waren, haben sie gesehen, dass sie über die Alster schon rüber sind und haben dann erst ihre Bomben abgeworfen und dann waren sie aber schon drüber. Und deswegen ist auch der Osten der Stadt viel, viel schlimmer zerstört worden als der Westen der Stadt. Die kamen von England rüber, ne, sind dann praktisch schon über Hamburg rüber geflogen. Oh, jetzt muss das Zeug da loswerden. Jetzt müssen wir das loswerden. Und da hinten so Hamm, Wandsbek und so weiter, das war, da konntest du von das Elternhaus meiner Eltern, also wo sie jetzt wohnen, damals war das alles platt, konnte man bis zum Michel gucken. Ne? Da stand gar nichts mehr. Hier sind wir auf dieser Sierichstraße, ne? Einbahnstraße, jetzt Stadt auswärts, genau. Ja, hier wurde auch schon so mancher Liebhaber überführt, wenn dann plötzlich sein Auto in der falschen Verkehrs-, in der falschen Richtung stand. War in Erklärungsnot. Hier rechts parallel ist der Mühlenkampf. Auch nochmal so eine kleine, schöne Ecke, so ein kleiner Bereich mit einer sehr hohen Gastronomiedichte. Kleine Geschäfte. Kann man hier auf dieser Seite der Alster auch nochmal schön sich angucken. Da geht auch der Osterbeek-Kanal unterdurch und im Osterbeek-Kanal ist auch noch eine von den wenigen Werften, die wir noch in Hamburg haben. Und zwar die Werft, die die Alsterdampfer wartet und repariert. Ja, in Hamburg hat übrigens mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Durch die ganzen Kanäle, die wir überall haben, haben wir extrem viele Brücken. Sind die anderen Bullis auch on Tour heute? Die sind bestimmt auch on Tour, genau. Also, dass alle on Tour sind, ist nur ein bisschen selten. Da meine ich einen nur so ein bisschen als Reserve, falls mal irgendwie was ist. Aber kann gut sein, dass sie auch beide umkommen. Ja, jetzt fahren wir gleich wieder über den Seitenarm der Alster rüber nach links. Tollen Blick über die ganze Alster. Und hier alles, das hier auch wohnen, ne? Also in einem anderen Leben. Ja, musste ein bisschen was mitbringen. Genau. Hier links unten ist auch ein Bootssteg. Der heißt komischerweise Bobby Reich. Also hat wohl ein bisschen was verdient. Wenn wir die nächste Brücke fahren, nach links nochmal einen tollen Blick über die Außenalster als See. Nach rechts kann man das sehen, da verengt die Alster sich nämlich schon sehr und geht dann als Fluss weiter nach Norden. Ne? Der rechte Teil hier, das ist die Alster, wie sie da praktisch stand. Ja, auch ein schönes Häuschen, oder? Das ist ja. Blick aufs Wasser. Kauf ich. So, wenn wir nach rechts fahren würde, würde man so Stadtteil Eppendorf kommen. Auch super schön, Eppendorfer Marktplatz. Isestraße ist zweimal die Woche Markt, auch so unter der Hochbahn. Das sind schon alles richtig schöne Stadtteile. Du kommst raus, ne? Du lebst gern hier. Ja. Na, was? Ich so ein bisschen auf mag die Stadt total. Ich bin sehr oft umgezogen hier in Hamburg, also kennen sehr viele Stadtteile. Wir haben immer Gastronomie gemacht, deswegen kennt man natürlich auch viel. Ja, und hier die Häuser gleich rechts. Das sind die Sophienterrassen. Da war früher das Kreiswehrersatzamt. Da musste ich also zur Musterung hin. Da wurde dann entschieden, ob ich was tauge oder nicht. Was tauge oder nicht, genau. Da ist die Bundeswehr ausgezogen, haben wir gedacht, was machen wir damit? Hier sehr, sehr exklusive Wohnungen reingebaut. Dürfte alles erstklassig sein. Ja, all diese Häuser, die hier rechts stehen, das sind ja auch moderne Gebäude. Ist alles Eigentum oder Miete? Nee, alles mal Eigentum. Also kann ja sein, dass das dann wieder vermietet wird, aber das ist alles Eigentum.
Es stehen ja auch ein paar richtig ältere Häuser. Früher hatten die auch alle richtig, gingen die Grundstücke runter bis zur Alster. Das wurde aber dann irgendwann weggenommen, weil man sagte, es muss hier schon ein öffentlicher Park sein. Das hier war ja früher alles außerhalb von Hamburg. Das ist ja praktisch, war ja Hamburger Vorland. Das waren häufig die Wochenendresidenzen von den reichen Hamburger Kaufleuten. Ach das? Die Gebäude, genau. Also das ist natürlich, sagen wir so, vor 1800 gewesen. Okay, okay. Wo ist auch noch keine Personalunion da? Genau. Ja, wir haben zum Beispiel in der Stadt hier Roter Baum. Und das ist abgeleitet, weil es tatsächlich einen Grenzposten gab, also die Hamburger Stadtgrenze, mit dem Schlagbaum. Der war rot und daraus ist der Stadtteilname Roter Baum entstanden. Hier jetzt ist so ein Haus, was so ein bisschen rosa-pink ist. Genau, das ist das Haus von Wolfgang Job. Und hier kommen wir an die Ecke Milchstraße. Dort ist das. Wir fahren die Milchstraße sogar durch heute, sehr schön. Dann kommen wir nämlich an dem Haus von Jill Sander, ne, Mode, vorbei. Aber das hier vorne ist hier nur ihr Versorgungsgebäude. Das eigentliche Gebäude ist natürlich das da oben, das große. Hier links ist die Musikschule. Und Pöseldorf, wir sind hier im Bereich Pöseldorf, das ist kein offizieller Stadtteil, hatte mal so eine richtige Hochzeit, wo das Onkel Pö hier war, direkt auf der Ecke Mittelweg, Milchstraße. Ganz bekannte Rockkneipe, die irgendwann nach Eppendorf in Lebenweg gezogen ist. Und Günter Sachs hat hier gewohnt, Otto Walkes, Udo Lindenberg teilweise. Ja, meine ich doch, wir singen doch das auch. Ja. Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband. Genau. Ja, hier auf der rechten Seite, hinter diesem schwarzen Gebäude, das waren früher die Pöselerer Bierstuben, das war auch so eine richtige handfeste Kneipe. Das war das Pö, ne? Ne, das Pö war vorher, das Gebäude gibt es nicht mehr. Ja. Hier waren die Pöselerer Bierstuben. Ja. Und hier links unter der Markise, da war unten der Hähnchenkeller. Und der Hähnchenkeller, da wurden zwar auch Hähnchen gebraten. Ah, ja. Nee, das Pö war früher hier, bevor das Einkaufszentrum gebaut wurde, war hier auf der rechten Seite. Das Onkel Pö und eine Straße weiter ist das Zwick. Das gibt es immer noch. Ist auch so eine ganz bekannte Musikkneipe, wo früher auch die Promis hingegangen sind. So, dann biegen wir auf den Mittelweg. Und Pöseldorf kommt übrigens, der Name ist ein bisschen komisch. Früher war das alles eben Gärten. Und wenn die Leute früher in ihren Gärten rumgepöselt haben, also ein bisschen Gartenarbeit gemacht haben und daraus das Wort Pöseldorf entstanden. Genau. Ja, ist so ein kleines Dorfgemeinschaft in sich. Hier im Mittelweg auch relativ hohe Gastronomiedichte. Hier ist die Kante. Variante. Ja, die fahren aber auch wie ein Panzer. Ja? Bitte? Die fahren aber auch wie ein Panzer. Ja, der Komfort ist was anderes. Ne? Aber du bist ein Statement, wenn du sowas fährst. Ja. Ne? Das ist genau wie so ein Bulli. Ja. Ist ja wie so eine kleine Visitenkarte, ne? Lebensgefühl. Ja, aber es wird wirklich verrückt, was man hier so Resonanz drauf kriegt auf das Auto. Nee, mich wundert das nicht. Selbst in Wolfsburg, der wurde ja nie in Wolfsburg gebaut, der wurde ja in Hannover gebaut. Wenn du mit sowas durchfährst, auch ohne Aufkleber, meine ich. Ja, klar. Also wer so ein bisschen Benzin im Blut hat, also ich mache mal so, wenn ich es heute sehe. Oder auf der Autobahn, wir fahren ja Wohnmobil, meine Frau und ich, oder so, und dann Käfer überholen oder von mir auch Fremdfabrikate, alles was so 50er, 60er Jahre ist, du brauchst immer Beifahrer, die machst du mal so. Hoch, ne? Ja. Und meistens kriegst du einen Hupen. Genau. Hier links ist übrigens Hamburgs kleinste Polizeistation. Das ist nämlich die Wasserschutzpolizei. Wir haben nämlich tatsächlich ein Wasserschutzboot, was hier den Verkehr regelt. Und die haben natürlich im Sommer auch extrem viel zu tun, weil dann eben alle möglichen Leute mit allen möglichen Gefährten hier aufs Wasser gehen.
Und was die Hobby nicht wissen, ist, dass auch die, wenn es dunkel wird, eine Beleuchtung brauchen, wie jedes Schiff. Das haben die natürlich meistens nicht dabei. Kerze. Ja, die einzigen, die mit Motor fahren dürfen, sind übrigens die Alzerdampfer und die Begleitboote von den Ruder- und Segelschulen. Das sind die einzigen, die mit Motor fahren. Und die Wasserschutzbrücke. Ja. Das sieht aber nicht bewohnt aus, hier das eine. Ja. Sind die Balkone ja schon bewachsen mit Unkraut. Links von dem Blick aufs Atlantikhotel, ne? Das ist eben da, wo wir eben noch vorbeigefahren sind. Wir fahren auf dem Dach. Hier auf der rechten Seite ist das Fontenay von Michael Kühne. Heißt übrigens so, weil die Straße hier auch Fontenay heißt. Du bist das ein alter, wie ging's hier? Mercedes. Der Mercedes, ne? 600er Pullman, ne? Ja, jetzt hier ist auch. Ja, sogar ein grau, schwarzes Dach, ja. Eieiei, das ist aber Kühne sein, oder was? Anzunehmen, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich habe noch nie gehört, dass der was mit Oldtimer macht. Das ist mein Wochenende raus. Habe ich jetzt mal verwendet. Alter Schwede, ich so da hast du gedacht. Da kostet ein kleines Bier für 25, für 50. Klein. Da drehen wir ja auch eine Runde. Oh, da muss aber kurbeln, ne? Jupp. Leute, hier rechts ist er. Ja, das ist ein Kerl. Silber, nicht grau. Alter Schwede. Ist das Potsdam? Wow. Ich weiß schon Bescheid, das war. Ja, ich unter Pagode. Sehr nett hier. Hier, unter Pagode. Genau. Das ist auch wohl feins. Das hätte ich auch gern. Ja, ist schon klar. Das hätte ich auch gern. Ja, hier stehen schon die richtigen Autos. Das meine ich. Ne? Es ist natürlich nicht nur Mercedes, Profis, ne? Ja? Mercedes S560. Ja. Da weißt du Bescheid, ne? Was? Die nicht auch. Ja. Das ist ja auch ganz nett. Das ist ein T1 Camper, ne? Ja. 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 Aber da fahre ich ja dann wenn der andere, ganz genüsslich. Wenn ich die überhole, das dauert. Ich habe das gerade schon gemerkt, wo ich ein Passat hatte. Ja, die einen sind ja auch wirklich. Ja, glaube ich, 6. Sehr, sehr teuer geworden. Wenn du den angemacht hast, ich weiß nicht, der hat ein ganz anderes Motorgeräusch gehabt, da ist der Vierzylinder. Hier ist jetzt und nicht mehr unbedingt auch beim Fahren. Fahrkomfort? Weiß nicht, was hier ist. Okay, das ist 20 Euro. Ich dachte, ich hatte eine Handlung, ich habe mir so Gedanken. Oder? Okay, ich bin die Kraft 20, 30. Ich teste Wasser. Das ist bei mir. Feuerwehrwagen geschossen hat, 37.000 Kilometer. Ja, das ist natürlich. Ja. Und wahrscheinlich für relativ kleines Geld. Ja, der lief auch nicht, der war auch zu teuer zu der Zeit. Das war alles schon. Ne? Wenn es 203 ging, dann bin ich gefahren. Ja. Als Dienstwagen gekauft. Gerade auch bei Allrad im Winter bist du da um eine Kurve gefahren. So, auf der rechten Seite ist die Moorweide. Das ist ein. Grünfläche, die extra grün geblieben ist, nicht bebaut wurde, damit man das hier ein bisschen luftiger lässt für die Leute, die da ist dein deine Stammknall. Gibt's denn da mal ein bisschen? Hast du vorhin gesagt, das? Ja. Da gibt's auch einen guten Mittagstisch. Da gibt's Grünsberg-Clubs, leck mich am Arsch. Sowas Leckeres. Die Moorweide führt direkt auf den Dammtor-Bahnhof zu. Das ist ja einer von den drei großen Bahnhöfen, die wir in Hamburg haben. Altona, Dammtor, der Hauptbahnhof. Ist aber nur so, das ist nicht mal ein Kilometer, glaube ich, vom Hauptbahnhof entfernt. Wenn ihr euch daran erinnert, als wir am Hauptbahnhof zum Drüber gefahren sind, ist die Gleise hier unten. Ja. Und wenn der Kaiser zu Besuch kam, hat er gesagt, ich kann ja nicht in Hamburg ankommen, unten und zu meinem Volk hochgehen. Das geht ja nicht. Ich brauche hier einen Bahnhof, wo ich von oben runterschreiten kann zum Volk. Ja, da wurde ein Dammtor-Bahnhof gebaut. Oh, eigentlich nur repräsentativ. Also Steuerverschwendung ist keine Erfindung von heute. Oh hier, alter ja, Ferrari, Dino. Was war das? Ferrari Dino. Shell-Tankstelle hier, die ist auch. Die hat nur drei Zapfsäulen, das ist natürlich mini, aber ist natürlich für die Firma Shell natürlich super repräsentativ hier mitten in der Stadt. Jetzt darf der Bus nicht fahren, der Querbalken. Genau. Dann kommt die Musikhalle. Das ist die andere Musiklocation für hauptsächlich klassische Musik hier in Hamburg. Ein super schönes Gebäude auch. Und auch wenn ich von innen sehr, sehr schön.
steht natürlich jetzt ein bisschen im Schatten von der Elbphilharmonie. Ja. Da waren wir drin bei Stefan Grill, das war klasse. Ja. Ja, super war das. Da sage ich immer, mach doch mal Musik an. Ne? Ja. Und hier unten, ne, geht immer noch diese Parkanlage letztendlich längs. Ne? Das kannst du jetzt hier, aber es ist unten, ne? Sag mal, ja. Siehst du jetzt hier, ne? Ich glaube, unten sieht man, dass es. Ja, da laufen über jemand langlaufen. Na, ne? Genau. Hier nach rechts. Messegelände, das ist auch ein Gefängnis und das Amtsgericht von Hamburg. Dann aus haben wir einen schönen Blick auf Bismarck, das Bismarck-Denkmal. Aufwendig modernisiert. Werner, ja? Der Bulli basiert noch auf dem Fahrwerk vom Käfer, ne? Ja, der erste T1 ist ja gezeichnet worden von einem Holländer auf einem Ringbuchblatt von einem Herrn Bornpen. Das war der Holland-Importeur für Volkswagen. Der hat tatsächlich auf diesen Chassis-Basis diese Form gezeichnet. Oder sagen wir skizziert, nicht gezeichnet. Sogar mit Maßen, als nicht Techniker, sondern als Importeur. Okay. So, jetzt biegen wir ab auf die Reeperbahn. Das ist ja so das Herzstück von dem Rotlichtviertel. Hier links neu mit den tanzenden Türmen, das ist ein neues Gebäude, die beiden so aneinander stehen, die beiden Türme, die miteinander tanzen. Ganz oben drin auch Gastronomie, das Clouds, Heaven's Nest, auch mit einer Bar, wenn man da nichts essen möchte, kann man da auch mal nur für einen Drink hochfahren. Weil das Essen so teuer ist. Das Essen ist da schon preisintensiv, sag ich mal. Ist aber auch so, da muss ja auch alles da hochgebracht werden und sowas, natürlich logistisch auch ein bisschen Aufwand. Na, weil wir ja Fahrstühle haben. Klar, aber. Aber ist klar, ist nicht eben ehrlich. Unten hast du halt einen Keller, ne? Wenn du in einem runden Restaurant hast, hast du meistens einen Keller drunter und so weiter. Das ist schon so. Ja, die Reeperbahn ist ja eine sehr, sehr gerade Strecke. Daher hat sie auch ihren Namen. Das kommt nämlich von den Rebschlägern. Die haben Taue gemacht oder machen heute immer noch Taue. Und wenn sie halt besonders lange Taue brauchten und dicke Taue brauchten, um die, für die großen Schiffe das zu machen, dann brauchen sie eine möglichst lange Strecke, eine lange gerade Strecke. Das haben wir hier gemacht. Deswegen gibt es auch in manchen anderen Städten eine Reeperbahn. Meistens in Städten mit maritimem Hintergrund. Der Stadtteil ist ja kräftig im Wandel, ne, seit Jahren. Genau, also dieses Rotlicht, sagen wir, geht immer weiter zurück. Es wird leider immer so ein bisschen mehr Ballermann-Kultur. So die ganzen Kneipen, die man jetzt hier rechts sieht, wo jetzt auch schon vorgeglüht wird. Aber eben auch, ich sag mal, Kultur. Links hier das Operettenhaus mit jetzt gerade dem Musical Tanz der Vampire. Mhm. Dann kommt der links gleich, dann Schmitz Tivoli. Da gehen wir auch noch hin. Genau. Unser Pauli Theater. Genau. Also auf der einen Seite Kultur, auf der anderen Seite, ja, wäre so ein bisschen Ballermann-Gastronomie. Das einige Rotlicht wird, glaube ich, nur so ein bisschen aufrechterhalten, um den ganzen seinen Flair zu behalten. Heute ist hier Flohmarkt. Im Operettenhaus haben wir mal Cats gesehen. Ja, das war also das erste Musical, was in Hamburg war. Richtig. Das dürfte aber erst 20 Jahre her sein. Das ist ja 30 Jahre her. Ja. Hier links, jetzt kommt die Davidstraße, ne, mit der Davidwache. Kurz ein Stück weiter rein, nach rechts ist dann die Herbertstraße. Das ist die Straße, die Damen nicht durch dürfen.
weil andere Damen dort im Schaufenster sitzen. Da ist so Sichtschütze davor gebaut worden. Die haben übrigens auch die Nazis dort aufbauen, aufstellen lassen. Die wollten eigentlich die Prostitution verbieten. Das haben sie ja nicht geschafft. Dann haben sie gesagt, gut, dann darf man es wesentlich sehen. Ah ja. Ja, die Straße gleich. Ich fahre jetzt hier, biege jetzt hier rechts ab. Und fahren auf den Beatlesplatz, denn die Beatles haben ja ihre Karriere mehr oder weniger in Hamburg begonnen, wurden hier praktisch für wenig Geld gebucht, haben hier in ganz einfachen Verhältnissen gewohnt und sind aber so erfolgreich hier geworden, dass es praktisch von hier losging. Das ist der Beatlesplatz. Man sieht, es sieht aus wie eine Schallplatte. Da ist es ein runder Platz. Und in den Rillen, das sind hier so Alu-Rillen, da stehen die ganzen Hits von den Beatles drin. Lesen jetzt hier und darauf anhalten. Ja, hier sind die, hier ist das. Ja, da kann man das sehen. Ja, genau. Hard Day's Night stehen wir gerade. Ja, genau. Und links sind hier die Statuen. Ne? Vier Beatles stehen zusammen. Aber außen steht noch ein weiterer. Das kann ich auch nicht. Fünf Beatles. Der fünfte ist aber hier in Hamburg hängen geblieben, hat sich hier verliebt und ist dann ausgestiegen. Genau. Das könnte er vielleicht bereut haben. Er hat er nicht bereut. Weil er leider ein Jahr später gestorben ist. Ach so. Ja, nein. Das ist der fünfte Beatle. Zu gesund gelebt. Ja. So, hier sind wir auf der großen Freiheit. Ich war tatsächlich gestern Abend hier unterwegs. Das ist hier kein Durchkommen. Menschen. Also auch als Tour, ja? Gehen sich hier durch. Nee, nicht als Tour. Ich war tatsächlich gestern hier eingeladen auf einer Veranstaltung. Und ja, das ist wirklich super voll. Hier rechts der Safari-Club. War früher bekannt, weil hier tatsächlich gewisse Handlungen auf der Bühne live stattgefunden haben. Piep, piep, piep. Genau. Und rechts die große Feier 36 und mit dem Kaiserkeller, auch ganz berühmte Musikclubs. Kaiserkeller, auch die Beatles aufgetreten. Und dann ist hier rechts die Thai-Oase. Wenn man die jungen Leute hier richtig getankt haben über den Abend, dann singen sie hier noch ein bisschen Karaoke. Ist so begrenzt schön mit anzuhören. Das glaube ich jetzt sofort. Und drüber auf der anderen Seite ist der Grünspan und das Indra, auch beides Musikclubs, auch Institutionen. Werden auch noch so als das geführt. Ja, werden auch noch so als das geführt. Ja, Reeperbahn am liebsten, sagen wir St. Pauli, abends angucken, wenn es dunkel ist, dann sieht das alles ein bisschen schöner aus. Runter. Ich habe mal 2 Jahre gewohnt hier auf der Reeperbahn im Brauhausviertel, das ist das Gelände der ehemaligen Astra Brauerei. Wunderschöne Wohnung, auch, war auch irgendwie natürlich toll, so in der Nähe von der Elbe und so weiter. So, und diese große Straße hier ist dann wieder die Grenze zwischen St. Pauli und Altona. Hoch geht's, dann ist dort die Holzbrauerei, immer noch. Die wurde ja von, das war ja so ein kleines Hamburger Bier, wurde irgendwann von der Carlsberg Brauerei übernommen. Und da wird heute auch Astra gebraut. Astra ist ja so ein bisschen das St. Pauli, also vom Fußballverein St. Pauli, St. Pauli Bier, die Knolle, ne? Diese besondere kleine Flasche. Ja. Uns in der Heimat auch Handgranate genannt. Ja. Oder Maurerfläschchen. Ja. Das Maurerfläschchen. Ja, ja. Die kennst du auch unter Handgranate. Ja, die hat immer so. 30er Kiste Feldschüsse. Großes Krankenhaus, die Endoklinik.
da landet auch der eine oder andere nach so einem Kiezbesuch. Ja. Wenn man so exponiert steht. Ja. Das Gebäude hier links, das hat lauter ganz, ganz kleine Wohnungen. Kommt von daher, dass das früher auch mal mehr oder weniger Bordell war. Es war nicht offiziell so ausgeschrieben, aber es waren alles Wohnungen von Prostituierten und mehr oder weniger war das Ganze ein Riesenbordell. Heute aber recht gefragt, sind halt sehr, sehr klein die Wohnungen, aber natürlich einigermaßen erschwinglich und natürlich von der Lage her natürlich schon spannend. Ja. Ihr wolltet ja noch Fischbrötchen essen, ne? Deswegen fahren wir jetzt ja, heute ja. zum Fischmarkt wieder runter. Genau. Ja, geradeaus kommen wir wieder zum Fischmarkt. Kommen wir so langsam noch zum Ende der Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß sehr gemacht. War sehr super. Ich habe ein bisschen was gelernt. Ich verteile mal eben die Tests hier, ne, dass wir auch sehen. Wir sind wahrscheinlich auch Straßen gefahren, die da halt mit so einem Stadtbus nicht fährst. Nee, genau. Und im Stadtbus, wenn du da mit fährst, da kriegst du ja auch nur einen Knopf ins Ohr, ne, einen Kopfhörer. Ja. Nee, so der persönliche Führung ist. Ja, dann erzählt es euren Freunden, wenn die hier nach Hamburg kommen, wenn die gerne mit uns auch eine Tour machen. Die sollen euch buchen, schon klar. Genau, so nette Gäste. Aber es ist auch ein super Tipp, ja. den man dann geben kann. Ich sage durch Zufall, ne, habe ich das entdeckt. Ja. Als wir uns getroffen haben da, war ich zu Walke da, wo wir vorhin den Boxenstopp gemacht haben. Ja. Ich kam da zufällig vorbei. Da habe ich gedacht, das ist es. Ja, sehr gut. Hast du es dann abfotografiert oder hast du einen Flyer geholt oder wie? Nee, ich hatte gefragt, aber ihr hattet keine Visitenkarten und dann habe ich dann im Netz gesucht und habe euch auch gleich gefunden unter Bulli-Tour. Und dann habe ich mich bis zum Kontakt aufgenommen und dann lief das. Ja, sehr gut. Schwarze Fritz-Cola Sonnenschirm hängt, das ist auch. Sie machen ganz tolle eigene Kuchen. Okay. Ja, okay. Ist von der aus schon besser geht nicht. Sehr wollte gut. Ich sagen, besser geht's nicht. Vielen Dank. Prima. Ja, sehr vielen gerne. Dank. Das war wirklich super. Toll, da bin ich auch sehr gefreut. Was für uns was zum Ausfüllen? Nee, nee, das war ein Scherz mit dem Test. Ihr braucht keinen Test. Ich hatte schön heute mit euch, die Wolfsburger Truppe, da wo der Bulli gebaut wurde. Und jetzt stehen wir hier am Hafen. Irgendwie war eine tolle Truppe, Michael. Ja. Vielen Dank an alles, war sehr geil. Und darfst du gerne posten. Dankeschön.